Herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Ja, wir stehen hier im Fahrstuhl. Wir sind runtergefahren. Wohin runter, weiß ich nicht. Keller oder vielleicht nur eine Etage tiefer. Ich weiß es wirklich nicht. Durch die vielen, vielen Räume, die mir hier läuft, da verliert man echt die Orientierung. Das ist nicht machbar. Okay. Ja, also das altgewohnte Bild. Überall nur noch Bruch. Ja, auch abgeschlossen. Was sind das für Geräusche? Als wenn jemand was durch die Gegend geschoben hätte jetzt. Ich muss gerade mal irgendwie Haare im Auge. Okay. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Oh, so das Hirn vernebelt vom Alkohol. Nee, das ist die Uhr. Okay. Gut. Zu. Ja, hier ist wohl sonst nichts. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier wieder rauskommen. Ja. Und wieder die weinende Frau. Was ist das hier? You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Der Spiegel ist der einzige, der sich mit ihr noch unterhält. Ei. Was ist das denn? Das sieht aber merkwürdig aus hier. Ja, das Bild haben wir auch jetzt schon einige Male bis mehrere Male gehabt. Hier waren wir doch schon einmal. Genau, hier ist dieses Kind, was dieses Bild gemalt hat. Jetzt die Tür zumache, was passiert denn dann? Ah gut, ich krieg sie wieder auf. Gut, aber wir können hier sonst nichts machen, oder? Ach, Kinas, ich weiß ja nicht. Wenn man hochschaut, sieht man das aber nicht. Ich
keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Was? Was? Sie wäre weg, wenn ich die Tür wieder aufmache. Aber das ist sie nicht. Was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe? Alter! Komm schon! Das ist alles, nur kein Raum mehr. Was ist denn das nur? Oh Gott, furchtbar. Weg hier, raus hier. Ja, das macht's auch nicht besser. Aha. Und auch wieder du. Du, alles klar, zu. Sein Arbeitszimmer gewesen. Telefon? Wo ist? Hier ist kein Telefon. Wo ist denn hier ein Telefon? Ja, komm schon. Was ist das denn? Eine tote Ratte. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eins dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Das geht nicht auf. Nein, das will ich nicht nochmal. Wieder zu. So. So, und das jetzt bitte auf. Geht das? Nein, es geht nicht auf. Ja klar, wie kann es auch anders sein? Die Schubladen gehen nicht auf. Ist das jetzt ein Grafikfehler oder was ist? Nee. Super. Talk to me. Why won't you talk to me? Okay. Ja, nee, also dafür brauchen wir jetzt auch wieder. Ja. Dafür brauchen wir irgendeinen Code und den habe ich gerade nicht.
Der kann ja nur hier irgendwo sein. Aber ich weiß nicht wo. Nein. Das machen wir bitte. Mach mal bitte wieder zu. Zu? Er will nicht mehr zugehen. So. Die gehen aber auch nicht auf. Nee. Drei, sechs, drei. Okay. Dann machen wir das mal. 3, 6, 3. Mal horchen, wo das herkommt. Ich kann es nicht lokalisieren. Was zur Hölle? Was ist denn das? Lasst uns hier lang gehen. Ich weiß nicht, wo wir ankommen. Okay. Ach, Scheiße. Wir können ja wohl kaum springen. Also das geht ja wohl nicht. Aber das ist hier irgendwo. Ach, hier. Jetzt vielleicht nochmal die 363? Ich weiß es nicht. Nein, nicht die 363. Acht, fünf, drei. Acht, fünf. Okay. Huch. Jetzt ist der Schrank hier oben. Gehst du mal weg? Hä?
Okay, was jetzt? Bricht jetzt so ganz langsam alles zusammen hier. Das ist doch kein Haus mehr. Das, was ist das denn? Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Sollen wir jetzt hier runterspringen oder was? Habt ihr das gesehen? Das kleine Mädchen hier drüben? Aber wie kommen wir jetzt hier weg? Ich kann, weiß nicht, ob ich hier runterspringen könnte oder so. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Hier geht's nicht weiter. Kann ich hier runterfahren? Das hart im Nehmen. Das waren mindestens, weiß ich nicht, 15 Meter. Okay, weiter geht's mit unserer surrealen Reise hier. Ach, lieber Himmel, was ist denn? Ich sehe gar nichts, ne? Ich könnte jetzt in irgendein Loch reinfallen. Ja, springen kann ich nicht. Hier komme ich nicht hin. Hier kommt man wohl nirgendwo mehr hin, oder was? Ne, hier liegt ein Schrank. Also müssen wir noch weiter hoch. Okay. Jetzt sind wir wieder im Arbeitszimmer, wo wir eben gerade hergekommen sind. Und irgendwo von da oben sind wir runtergeknallt. Die ist natürlich wieder zu, ne? Ja, das war klar. Nee. Okay, dieses Buch blinkt wieder. Nee, das war. Okay, jetzt haben wir das wieder aufgemacht. Ob das jetzt richtig ist, das weiß ich nicht so genau. Aber lass uns erst nochmal hier rumlaufen. Was ist denn das hier? Aber kann ich nicht lesen. Nee, die gehen immer noch nicht auf. Hier sind immer noch die Weinflaschen drin. Sieht doch genauso aus wie eben. Da ist wieder die tote Ratte. Hallo. Ganz ruhig, junger Mann. Das ist wieder das. Ja. Und die geht auch nicht auf. Gut. Also wieder dadurch. Ach Gott, hör doch auf. Was ist denn jetzt? Jetzt sind wir wieder hier oben. Gut, meine Lieben, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da oder ein Kommi oder vielleicht auch ein Abo. In dem Sinne, tschüss!